wir mal so einen scheiß, so einen Karren bauen, womit wir die Dinger mal hin und her sliden können? Hier, rechts neben euch, hier ist ein Baum gefallen, da liegen ganz viele. Boah, das Baumhaus kostet schon viel Holz, ne? Ja. Ja. Das garantiert sieht auch geil aus. Aber es geht doch garantiert schief. Ja. Es steht garantiert schief. Habe ich beim letzten Mal gesagt, weil wir so viel Müll gebaut haben. Kassen, du erzählst genau das, was der Wahrheit entspricht und was wir alle denken. Ja, es ist so. Ja. Wir reiten uns gerade in unser eigenes Verderben. Okay, ich wollte es nochmal kurz. Aber wir kriegen auch Loot. Was kriegen wir? Wovon? Loot. Wovon? Na, von denen, die wir töten. Ja, ja, aber wenn wir nicht selber ins Gras beißen. Game-changing, ne? Ja, aber wir haben jetzt alle schon, also, die meisten von uns haben Rüstung. Nicht mehr. Die kommen schon wieder weg. Ja. Ja, wir müssen halt irgendwie mal, also, ich, wie gesagt, ich war der Meinung, man konnte Seil eigentlich aus Stoff herstellen. Im ersten Teil konnte man das ja. Aber dadurch hat es ja immer keine Ressourcenprobleme, kann sein, dass sie es echt rausgepatcht haben. Also ich kann mit Stoff nur Kohlefaserpfeilen bauen, Feuerpfeile, Molotow-Cocktail, Blätterrüstungen, Feuer-3D-Druckerpfeile und Tierhautrüstung. Mhm. Das ist glaube ich nicht das, was wir wollen, ne? Nicht so richtig. Bruh. Das ist nochmal ein Haus, oder? Oder was ist das? Nee, das ist nur eine Ausgabe. Kann einer mal zwei Dinger reinpacken? Was zwei Dinger? Na, zwei Balken. Ich habe nämlich halbe Balken gerade auf der Schulter. Ich komme gerade. Ich habe keine mehr. Ich komme gerade. Ich komme gerade. Im Lager sind noch welche. Im Lager sind noch welche. Wir müssen 25, ja. Da müssen 25 halbe Balken rein. Jetzt noch 23. Ja. Das klang so wie, kann mir mal jemand einen Baumstamm reinklicken, dann geht's weiter. Nee, wir brauchen, ja. Aber damit es weitergeht halt. Okay. Wird schon weniger, aber es halt dauert halt, ne? Ganz rechts ist das, was wir gerade auffüllen. Die Hallen. Da, wo der Pfeil ist. Achso, ah, okay. Ich hack mal noch einen Baum. Na, einen Balken haben wir noch. Warte kurz. Nicht, dass wir jetzt hier zu viel machen. Ein halben Stamm? 15 Bretter jetzt noch. Ja. Stämme können wir doch eh lagern, also das ist nicht das Problem. Ich glaube, ich habe kein Problem mit Lagern. Ein Problem ist wirklich, dass wir die Nacht wieder überrannt werden und dann wieder nicht schlafen. Nicht, wenn du Bäume abhackst, oder? Doch. Doch. Achso, echt? Jeder Eingriff in die Natur. Ah, okay, cool. Baumfeld. Am besten ins Baumhaus rein. Ja, das war ganz schön knapp. Nee, es hat getroffen, aber es passiert ja nichts. Doch. Ich glaub schon, dass es. Also, wir haben uns damals mal eine Base zerfickt damit. Ja, aber ich glaub. Also, der Baum ist direkt draufgeknallt, also. Ja. Hier oben sind haufenweise Bretter. Warum sind hier oben haufenweise Bretter? Ja. Und warum ist hier nicht mal Platz? Punkt. Ja, Sam, ja. Wirklich. Damit kannst du noch nicht mal. Kann man hier ein Bett reinpacken, was wir alle benutzen können? Das sieht nicht so aus. I doubt it! Scheiße. Ganz großer Mist. Sie. Also hier hinterm Heli, ne? Sind die ganzen halben Dinger. Alles klar. Kann man da echt kein Aufbewahrungsteil dafür bauen? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich hab's jetzt einfach dahin gepackt, weil es am schnellsten ging. Ich guck mal. Es gibt ein Stammlager, ein großes Baumstammlager. Brennholzlager. Ich schmeiß es einfach dahin. Brennholz. Hier ist auch noch viel, ja, bei mir. Schmeißt da jetzt einfach alles in dein Heli und dann gucken wir mal, wenn wir was brauchen. Ob hier irgendwas. Die halben habe ich sogar schon. Lange machen wir auch nicht mehr, glaube ich. Dinger hier. Die waren hier hinten. Warum sieht denn das Pfeillager so komisch aus?
Sieht aus, als würden sie da irgendwie... Wollen die weg? Oder die kurzen Stücke können wir hier beim Feuer lagern, als Brennholz. Geht das? Ja. Du kannst die, die ganz kurzen Stücke kannst du auch ans Feuer legen. Was ist das hier? Das ist ein Blueprint? Nee, ist schon fertig. Das ist das Holzlager. Ja. Ja, dann lass uns die kurzen Stücke doch da hinbringen. Ja. Ach, cool. Wie viel kann ich von den kurzen tragen? 2. Okay. Nee, mehr. Ich kann 4 tragen. Dann habe ich die falschen. Hä? Ja, ich hab's so wie Kevin. Ja? Was ist hier passiert? Kann ich die spalten? Nee, wie kann ich die überhaupt wieder aufnehmen? Der bietet's mit... Ah, jetzt. Nee. Danke, du hast die unten aus dem Lager rausgenommen. Ja, ich will die Dinger hier, die stehen gerade, nehmen. Geh mal weg. Nee, ich weiß nicht wie. Keine Ahnung. Spiel kaputt gemacht. Jetzt geht's. Leg mal irgendwo hin. Und dann kannst du sie auf den Fußboden mit der Axt zerkloppen. Genau. Achso, die. Okay, ja, weil es noch ganze Dinger waren. Und die kannst du jetzt da reinpacken, ja? Ja. So, ich hab schon einen Topf. Nimmt man die jetzt einmal mit E? Was willst du denn machen? Also das Lagerfeuer ist jetzt voll, da kann nichts mehr rein. Okay, dann hier rein. Es regnet gerade, wenn ihr ein bisschen Durst habt, trinkt mal. Was fühlt sich dann wieder? Kann ich jetzt hier den Topf... Aber nur wenn ihr ein bisschen Durst habt. Ansonsten pinkelt ja, in das Becken. Tatsächlich muss ich schlafen, wenn mein Schlafding blinkt. Ja. Und so. Hättet ihr Lust, gleich mal in eine Höhle zu gehen, mal ein bisschen was zu erleben? Ich glaube, ich werde auch demnächst aussteigen. Ich merke langsam meine Müdigkeit und muss noch duschen gehen. Wie sieht's mit den anderen beiden Halunken aus? Ja. Wir können gerne die Höhle von vom letzten Mal noch mal clearen. Da waren wir noch nicht voll durch. Okay. Also ich gehe mal schlafen. Ah, wir können gar nicht schlafen. Aha. Dann... Marius, klingst du dich jetzt aus, oder? Ja, ich würde noch mit euch schlafen und dann... Als wie immer, verstehe jetzt die Überraschung nicht. Ich werde ganz frischig. Ja, aber es dauert ja noch so lange bis zum Schlafen, ne? Weiß ich nicht. Wir können ja jederzeit schlafen gehen. Nee, ich hab's gerade probiert, da hat er mir es nicht angeboten. Stimmt. Beim ersten Teil hat er das noch mit einer Ladebalken quasi gezeigt. Ja, aber wie, ist ja geil. Ich bin müde und kann mich nicht schlafen legen. Ist ja auch geil. Im wahren Leben halt, ne? Geh mal gucken, ob hier noch Baumstämme rumliegen. Aloe Vera und Schafgarbe gibt übrigens Gesundheitsmischung, ne? Ja, nice. Gut zu wissen. Ich hab in dir immer so einen kleinen Kräuterhexen-Guru gesehen. Ja, ja. Nachts garantiert wieder angegriffen, ne? Davon kannst du ausgehen. BOG-Slang für Druide, sorry. Gut, aber dann habe ich jetzt gespeichert und gehe jetzt raus. Gut, dann sehen wir uns morgen, wa, Kollege? Wir sehen uns, ja. Ja, gut. Schon. Wir sehen uns morgen. Ich erwarte eine Runde Magic the Gathering auf den späten Abend. Ja, also prinzipiell spricht da nichts dagegen. Ach, aber? Boah, Alter! Das ist die Dreibeinige, Dreiarmige und Zweitittige. Also, dass hier die drei Brüste gegeben haben, ist schon ein bisschen... Warum sieht man die Brüste? Sieht man? Jetzt die Nippel? Ja. Huch.
Es hat geregnet. Ein weißes T-Shirt. Ganz normal. Es muss sich echt beschissen laufen mit drei Beinen. Oder? Ja. Vor allem, wenn man gegen den Stuhl läuft. Ja, sie ist ein bisschen dumm. Ich weiß halt nicht warum. Ich glaube, sie ist immer in Panik, sobald man eine Waffe rausholt. Ja, ich glaube auch. Dann lasse ich sie draußen. Waffe nennst du das jetzt also? Ja. Ah nee, das ist dein Penis, keine Waffe. Es ist das, was ich will, dass es ist. Es ist eine Waffe. Officer Doofy sagt, es ist eine Waffe. Ich hab sogar einen Waffenschein. Waffenschein. Ja, einfach mit dem Stein oben auf die Pfeile kloppt und das ist einfach ein Pfeil. Also. Ich hab grad ein Öl gehört. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Irgendeiner randaliert hier. Ja, irgendeiner randaliert. Ah, hier! Am Holzlager. Der hat Mut mit Dummheit verwechselt. Kam ganz alleine. Also, was sagst du jetzt? Ich weiß halt nicht, ne? Also, man könnte es einzäunen, aber... Dann machen sie den Zaun kaputt. Ja. Aber man hört es ja denn, dann könnte man wenigstens seine Sachen hier ein bisschen beschützen. Oder? Schon, ja. Wann sehe ich denn, dass hier Fische in der Reuse sind? Ich habe einen gerade rausgeholt. Achso. Das ist halt das Symbol da, ne? Kommt noch einer? Ah, geht auf Kevin los! Da ist noch einer, pass auf. Ja, da ist noch einer. Alter, der hat die Speere geklaut. Oder irgendwas hat er auf dem Rücken. Die Hasen sind noch da. Ist noch welches Baum hochgeklettert, ne? Ja. Da ist noch einer. Mehrere. Gib mir meine Pfeile wieder! Du Dieb. Loot ihn mal. Hab ich? Ist wie einer da? Ist wie einer da? Warte, ich werf seinen Kollegen auf ihn. Oh, ich hab daneben geschossen. Das war nicht gut. Wo ist denn der andere? Der andere nehme ich. Oh, wo ist mein Pfeil? Weil da sind halt echt Goldstaub, ne? Können wir nicht noch welche herstellen? Pfeile herstellen ist doch jetzt nicht so schwer, oder? Naja, du brauchst Federn, das ist immer der limitierende Faktor. Ja, Federn haben wir genug. Hier ist noch einer, lass den mal prügeln. Geil, prügeln. Aber ganz am Dunkeln. Ne? Buddy Weitwurf! Die waren Federn nochmal, Pfeile, zwei davon. Zwei Stöcke, vier Steine und vier Federn, glaube ich. Zwei Federn. Oh. Hat mal jemand gesehen, wo die Dinger hinlegt? Ich würde mir auch mal vor Feuerpfeiler machen. Brauch ich nicht. Hier ist schon wieder Obo-Equipped, Alter. Ohne Scheiß, wo sind die Pfeile in dem Inventar? Wollen wir die Knochen hier einfach verfaulen lassen? Weil sonst müssen wir noch ein Lager bauen irgendwie dafür. Ja, ich hab noch Platz im Inventar, warte mal. Oh, mal kurz gucken, ob ich da welche hinpacken kann. Wäre schade, wenn... Aber ich glaube, meine Tasche ist gleich voll. Ja. Wir haben einfach mal 150 Knochen da. Ja. Habe ich noch eine? Ja, Knochenrüstung habe ich noch. Kann ich noch eine Knochenrüstung bauen? Du kannst ganz, ganz viele. Du hast jetzt einen Balken aufgefüllt. Und keine Ahnung, wie viele da links reinpassen. Der limitierende Faktor ist halt wieder Seil, ne? Ich hab kein Seil.
Ich baue mal hier noch so ein Knochen-Ding hin. Ja. Oh, ich bin halt müde. Was? Wo baust du das denn? Hier neben dem Holzstamm-Ding. Da, ja. Sag mal, haben die eine abschreckende Wirkung, diese Speere mit diesem Kopf drauf? Soll, glaube ich. Es kann aber auch provozieren, ja, glaube ich. Also je nachdem, was du für Typen hast. Wie heißen die Dinger? Wo finde ich denn die? Die sind bei Fallen, sind die, glaube ich, oder so. Im Baumenü. Eine Hokey-Pokey-Falle. Die sind mega geil eigentlich, ne? Aber es ist halt, Carsten hat schon recht, eigentlich müsste man das irgendwie einzäunen. Ne, da sind sie nicht da, ne? Wo habe ich denn die von gesehen? Oh, hier das halt. Falls sich einer fragt, ne, die Hasen haben sich nicht vermehrt. Ich habe da zwei Hasen noch reingepackt, weitere. Du musst die wahrscheinlich auch füttern. Die Kräuter übrigens, die sind richtig gut, ne? Das heilt over time. Ich habe mir gerade fast ein heiles Leben wieder gegeben. Was brauchst du dafür? Schafgarbe und? Aloe Vera. Habe ich Aloe Vera? Das ist dieses dornige Zeug. Da hast du die Gesundheitsmischung, hast du gegessen, ja? Genau. Es gibt noch eine Gesundheitsmischung plus. Ich hab gar keine Aloe Vera. Krass. Das habe ich vorhin gefunden, als wir. Wo waren wir denn da? Wo vom Meer kam. Ich würde sagen, wir gehen gleich schlafen und dann gehen wir mal Richtung Höhle, oder? Ja. Warte mal, hä? Was ist denn das Können Ding? Können wir Calvin irgendwas Sinnvolleres gerade geben, als Holz zu besorgen? Oder brauchen wir Stöcker? Weil der geht jetzt immer Stöcker sammeln. Meine Lager sind noch nicht voll, also kann er richtig ruhig machen, ne? Oh, hätte ich es weiter gesagt. Soll er einfach sammeln. Ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll ist, jetzt vor dem Schlafengehen zu essen. Oder? Ja, nicht so. Eigentlich können wir auch jetzt in eine Höhle gehen, oder? Ist ja eh dunkel. Nee, ich bin müde die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, was das für ein Debuff ist. Achso. Ja, dann lasst uns schlafen gehen. Ich finde übrigens die Dinger auch nicht, ne? Ja, keine Ahnung, hab ich auch nicht gesehen. Vielleicht hat Josi die einfach so hingebaut über. Die findest du nicht im klassischen Baumenü. Die findest du, wenn du das alte Baumenü öffnest und dann ist es unter Stockstrukturen. Ah ja, okay. Ich weiß aber nicht, was das zu bedeuten hat. Also, sie hat eine Schädellampe gebaut. Ja, okay. Nee, nicht die Schädellampe, sondern den du. Stockstruktur ist das einfach. Das ist einfach eine Stockstruktur, mehr ist das nicht. Hm. Verstärkte Struktur, was auch immer eine Verstärkte denn ist. Da ist ein Zaun. Da ist auch eine einzelne Stufe. Du wirst gerne mal was für eine Stufe habe ich gebaut. Was würdest du gerne wissen? Na, welchen Effekt die haben, diese Lampen. Ob man die Leute auch fernhalten kann. Na, im ersten Teil sollten sie angeblich fernhalten. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ob hier unten an der Höhle was Neues gespawnt ist. Wenn man sich auf den Stuhl setzt, regeneriert das Müdigkeit. Ah. Nice. Sah gerade aus, als hätte das Reh hingekackt. Cool. Hat's aber nicht. In meinem Zimmer sind 28 Grad. Nice. Bei mir auch. So, ich bin nicht mehr müde. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ja, egal. Ich setze mich jetzt auch mal kurz hin. Geht das? Oder wir gehen schlafen, oder? Oh, wir gehen schlafen, ja. Oh, wir hatten die Rampe gebaut.
Ich. Wir können die Tür auch übrigens auch abschließen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung. Vielleicht können wir dann die Nacht durchpennen. Wie wird Fenster zu machen im Real Life? Erstmal speichern. Ja. Alle da? Nee. Ja. Nee, ich noch nicht. Daniel! Daniel! Come on! Du sollst es nicht essen. Doch. Ich hab keinen Platz mehr. So, ich mach jetzt mal die Tür zu, warte mal. Ich kann die nur von außen zuschließen? Gar keinen Sinn. Okay. Komm einfach schlafen. Ja, aber dann komm ins Bettchen. Wenn die jetzt wieder da sind? Findest du nicht. Hey, guck mal, du kannst nur von. Haben wir die Tür falsch rum eingebaut? Weiß ich nicht. Soll ich die nochmal demontieren? Ja, gar keinen Sinn. Ein bisschen Essen ist fertig. Einfach den Kopf abgebissen. Bin gleich da. Kannst du auch. Ja, Pavillon nehmen wir aber diesmal mit, oder? Können wir ja. Bitte mal gucken, dass wir alles in ein Auto kriegen, ne? Ja, das ist meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also von mir aus. Also ja. Kevin hat noch einen Moment gebraucht, ne? Ja, ich muss mal ganz kurz pullern. Ich bin noch nicht voll erholt, ne? Jetzt fiel mal hin. Nee, aber. Also. Das sitzt hier auf dem Stuhl, ja. Wir müssen auf jeden Fall das Pavillon mitnehmen. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich meinen Kocher mitnehme, allein schon für Kaffee. Weil ich kann mich entsinnen, als Micha und ich da frühstücken waren, das waren schon gute 8-9 Euro für ein Frühstück. Billig ist das da nicht, ne. Ja, fand ich, bei den anderen Sachen ging das, aber dieses Frühstück da war so extrem teuer. Also ich nehme auf jeden Fall Haferflocken und sowas mit. Und wenn nicht, gieße ich mir das einfach mit heißem Wasser auf oder so. Ja, ich nehme meinen Kocher, glaube ich, mit, allein für heißes Wasser. Will man ja doch vielleicht ab und zu mal haben. So, ich bin erholt. Let's go. Nee, wir warten noch. So. Mal tendenziell jetzt einfach in die Runde gefragt, wer von euch würde denn Kaffee trinken? Ich versuche das, glaube ich, zu vermeiden, weil es drückt. Ah, ja, guter halt. Call, Alter. Stimmt. Also ich würde Kaffee trinken. Oh. Ja, aber es drückt, ne? Aber andererseits. Scheißen müssen wir eh alle mal. Aber mit Kaffee müsste schneller, glaube ich. Ja, aber dann weißt du, es geht wenigstens raus. Ja. Oh, aber der schlimmste Tag war wirklich der Sonntag bei mir, ne? Wo ich da wie so ein Zombie aufgestanden bin. Mir war schlecht war mir nicht wirklich. Ich hatte nur Kopfschmerzen wie Hulle. Und dann musstest du auf Toilette und dann bist du da zu dieser festen Toilette da gegangen und da waren schon die Berserker am Schremmeln, ne? Das war ja widerlich, Alter. Sorry, beide Toiletten sind verstopft. Ich sag, wie? Wie geht das? Ja. Vor allem, es war 7 Uhr morgens. Ja, sorry. Ich sag, Alter, was machen die Leute hier? Naja. Da habe ich auch aufgegeben. Aber unsere Nachtaktion, wie wir da die Duschen gesucht haben, war immer noch episch. Ja. Definitiv.